Wo seid ihr? Und alle, alle, hoppa, jetzt gibt's Klopper. Yeah, 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 yeah. Also, die Zeit ist gut bemessen. Hätte ja auch so ein Kack wieder sein können wie in Isengard, wo wir da Ewigkeiten gebraucht hätten, bis die Monster nachspawnen. Aber das war ja hier relativ flink zu erledigen. So, jetzt haben wir da vorne, deswegen habe ich auch gleich Aragorn genommen. Dann können wir nämlich hier diesen Stein auch gleich kaputt hauen. Da versteckt sich auch wieder was darunter. Mal gucken, was das wohl sein kann. Noch ein Mithrilblock, na bitte. Also was wir hier in 5 Metern an Mithrilblöcken gesammelt haben, echt unglaublich. So. Jetzt wandern wir nochmal hier nach oben, weil uns der Pfeiler sagt. Ja. Nee, das war das Falsche. Wir wollten hier Schatzgepäck, da wollten wir uns die Springstiefel ausrüsten. Oh, das ist hier auch wieder so eine Aktion. Ja, das ist so eine Aktion, da könnte ich das kalte Kackern kriegen, wenn ich das nur mir angucke. Ach Mann, ey. Und alle hopp. Alle hopp. Aber zum Glück mache ich das jetzt hier, ne? Mein Co-Moderator, der ist ja da immer ein bisschen ungeduldiger. Der ist ja dann wie am bösen Fluchen. Das mache ich ja nie, ja. Also sowas kennt er ja gar nicht von mir. Habt ihr mich schon jemals fluchen gehört? Ja. Nein! So ein Mist. Nein, das war jetzt kein Fluchen, Freunde. Das war einfach nur eine Feststellung. So. Also wir wissen, der ist scheiße. Gleich mal so, pff, der ist kacke. Brauchen wir nicht. Braucht man sich weiter drum kümmern. So. Ich dachte, hier in diesem Lager ist noch was. Nee, ist nicht. Ah, da oben. Da ist noch einer. Wahrscheinlich hier. Schiebt das Ding am den richtigen Fleck. Und lass einen Hobbit da hochklettern. Oder einen Zwerg hochklettern. Ach ja, das machen wir mal eben. Hui. Und. Ui. So. Was will ich denn in so ein Loch kriechen, Mann? Ich bin groß. Ja, da hast du recht. Zack, da, Mann. Super, ein weiterer. Also. Ich sag mal. Jetzt habe ich das nämlich auch mit dem Schild endlich rausgekriegt. Ja, also wenn ich B drücke, dann dann nehme ich das Schild vor mich. Vor meiner Wenigkeit und so. Okay. Oh, was ist das hier für ein Loch? Ach, Smeagol, du kleiner, haarloser Bastard. Wir brauchen deinen Rat. So. Da haben wir's. Da haben wir was. Und jetzt könnten wir rein theoretisch. Was ist das jetzt hier noch? Dab, 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 dab. Dab, dab, dab. Also da merkt man mal, dass wir hier in diesem Gebiet noch gar nicht waren. Sehr deutlich bekommt man das mit. Jetzt möchte ich einfach mal ohne Eimer loswandern und dann einfach mal unseren anderen Eimer da ausnutzen. Und einfach mal behaupten, dass wir damit, ohne dass wir den jemals irgendwo aufgefüllt haben. Ja. Löschen können. Das ist natürlich auch nur so ein Cheater-Eimer. Easy. Das
ist aber hier echt Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, diese Steine zu sammeln. Das ist jetzt nicht wirklich irgendwo schwer oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur viel. Ja, das sind einfach nur viele, viele Steine, die sie einfach hier angereiht haben. Hier, guckt's euch an, wie viele Steine wir in, sagen wir mal, nicht gerade 10 Minuten gemacht haben. Ja, also wir haben 10 Minuten jetzt dafür gebraucht, hier 10 Steine zusammenzusammeln. Oder 15 Minuten oder was auch immer. Ich nehme mal einfach einen Elb. Vielleicht ist es dann einfach nur Placebo, dass der dann halt das graziöser lösen kann. Also das ist mit dieser Kamera und dieser Steuerung, also die, das ist nicht gerade punktuell, ja, also hier, guck mal, wenn du dorthin springst, der springt in die richtige Richtung, aber du kannst da nicht wirklich steuern, wie weit er nach vorne zu laufen hat. Also du kannst zwar, du kannst in die richtige Richtung drücken, aber wie weit du noch zu laufen hast, das ist dann halt eher Bauchgefühl. Ja, also jetzt habe ich zum Beispiel noch ein Stück nach vorne gedrückt gehabt, aber der ist da hinten runtergefallen. Das verstehe ich jetzt irgendwie gerade gar nicht. So, und Ali hopp. Na, da haben wir es wieder. Also das ist dann halt, nach vorne springen gar kein Problem, nach hinten oder zur Seite ist natürlich dann ein bisschen problematischer. Aber ich möchte jetzt nicht rumheulen von wegen, dass sie doch mal hier einen Checkpoint hätten machen müssen. Ist doch einfach nur ein bisschen blöde. Nur ein bisschen blöde. Nein. Das kann nicht sein. Das kann echt einfach nicht sein. Mit einem Doppelsprung schaffe ich das auch nicht. Also wieso kann der nicht zur Seite springen? Das verstehe ich jetzt in keinster Weise. Ja, jetzt hat er's, weil ich den Meter gebreakt habe. Ich bin nämlich dann halt so eine Kurve gesprungen, um auf das Ding raufzukommen. Aber sonst hat das mir nicht registriert. Nee, da hat das. Da ist eine unsichtbare Barriere. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ärgerlich. Liebe Programmierer, wieso macht ihr denn sowas? Hm. Ja, das ist echt ein bisschen komisch. So. Ihr könnt natürlich auch nochmal das mit Aragorn probieren, der seine Springstiefel angezogen hat. Ich bin ja schon relativ weit gekommen, also bis zur Hälfte. Ja, also ist jetzt nicht so, als ob wir komplett am Abdümpeln sind. Aber da hab ich jetzt auch die Ecke als Problem. Dieser Eckensprung, das ist... Ach, nicht gerade so schön. Und auch nicht so spannend. So. Nein! 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 Du solltest Y drücken und ich B! Nein! Das ist doch so eine verdammte Scheiße! So. Jetzt haben wir es nochmal. Auf Österreichisch gesagt. So. Aragorn, so helfe mir. Spring auf die richtigen Nippel. Wieso springst du auf den einen Nippel, aber nicht auf den anderen? Bist du
etwa rechtsbündig angesiedelt? Wieso springst du nur auf den mittleren Nippel? Wieso springst du nicht auf den linken Nippel? Du darfst Nippel nicht bevorzugen. Du musst sie alle gleich richtig behandeln, ja? Sonst kannst du die Symmetrie einer Frau kaputt machen. Einfach mal nochmal einen riesengroßen Bogen geschlagen. Mann, ey! Ja, also ihr seht schon, was das hier für Skill erfordert, ja? Also überhaupt gar keinen. Ja, da haben wir es. Da haben wir es nochmal gehabt. Also ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Wir waren ja schon oben. Ich hätte jetzt nur auf das Schwert wechseln brauchen. Und dann hätten wir das natürlich alles gemacht. Dann hätten wir einen Mithril-Block mehr gehabt. Und dann hätte ich vielleicht uns das Eisschwert mal bauen können. Das sieht wahrscheinlich auch episch aus. Aber ich habe mir so gesagt, nee, ey Freunde, wisst ihr was? Das war mir jetzt, das ging mir dann doch ein bisschen zu flink. Ja? Ich möchte das lieber dann nochmal machen. Bevor das hier vielleicht der letzte Jump-and-Run-Kurs ist, den wir hier in dem Spiel noch machen müssen. Also, ich glaube, ich mache jetzt erstmal was anderes. So, hier brauchen wir eine Kurbel. Da brauchen wir eine Kurbel. Und da ist der schwarze Turm von Sauron. Ich glaube, hier hat ja unser Kollege schon ein Ungehorn gehabt. Ja. Gut, Moment. Was haben wir hier? Das kriegen wir nicht kaputt. Aber ist ja auch gar kein Problem. Wir haben auf jeden Fall uns noch ein bisschen was eingesammelt gehabt. Und ich wollte dieses komische scheiß Pfeifenschwert abgeben. Wieso habe ich das immer noch nicht gemacht? Pfeifenschwert. Pfeifenschwert. Willst du mich verarschen? Das war ja echt ein bisschen zu einfach. So. Jetzt laufe ich schon wieder in die falsche Richtung. Aber ich kann mich hier auch nicht so gut orientieren in diesem komischen Gebiet. So, jetzt wandern wir einfach mal hier nach oben. Hallo. Hallo, hallo. Wir bringen Wasser. Wir bringen Wasser und etwas zu naschen. Und zwar Ohrfeigen und Kopfnüsse, wenn ihr wünscht. Finger weg! Das gehört mir. Oh, hier. Action-Event-Helfer. Was ist denn ein Action-Event-Helfer? Hilft der uns jetzt bei den Action-Events oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Okay, das hätten wir. Jetzt gehen wir nochmal in unseren Schatzgepäck-Dingens. Gucken wir mal, was kriegen wir jetzt hier raus? Ach so, da müssen wir jetzt da oben ins Loch springen. Ah! Ah, so sieht's aus. Ah ja, genau, da unten ist der Hexenkönig, den ich ja unter anderem mal aus dem Maulchen hauen wollte. So, den kaufen wir uns auch gleich einfach mal. Katsching. So, dann brauchen wir nämlich hier nicht nochmal hinlaufen. Karte ansehen. Action-Event-Helfer. Na, ich weiß ja nicht. Ja,
Also wir haben auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession so ein bisschen was hinbekommen. Ich möchte natürlich noch nicht alles machen. Das ist ganz klar. Aber wir haben auf jeden Fall so einiges hingekriegt, worauf ich sehr stolz bin. Und jetzt können wir ja nochmal kurz durchgehen. Also das haben wir. Also wir haben die ersten drei Level auf jeden Fall. 1, 2, 3. Dann haben wir dann den Prolog auch zu 100%. Den Prolog haben wir doch auch, ne? Also 4. Und ja, den Prolog haben wir auch. Also da haben wir alles. Jetzt fehlen uns nur noch, ich glaube, 12 andere, die wir da durchgehen müssten. Aber das kriegen wir eigentlich alles. Mir nichts hin. Das passt schon. So, jetzt könnte man auch sagen, okay, wollen wir vielleicht nochmal kurz nach Bre gehen. Dort nochmal kurz in die Schmiede. Und dort ein, zwei Sachen. Also ich weiß immer noch nicht. Ach so, ja doch. Da oben der Hammer, der noch gefehlt hatte. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß immer noch nicht, was der hier genau haben möchte. Als Zeug. Wieso der da so rummeckert, dass da vielleicht irgendwas fehlt. An Quest, zwei Quest wollte der ja noch erlegt wissen. So. Doppeltes Stutz. Zu geil. Ich hätte gerne 10-fachen Stutz. Das wird zu hammergeil. So hammermäßig. So, jetzt wollen wir mal hier. Achso, das geht ja nicht. Da brauchen wir ja Aragorn. Ach schade, ich dachte, da wo der Plan lag, da ist jetzt auch so eine. So ein lianer Stein, aber schade, ist ja jetzt nicht mehr. Da ist ja gar nichts mehr. Denn wenn man jetzt hier schon mal in Bre ist, da kann man ja auch mal die ganzen kleinen Steinchen abgreifen, die hier eh nur sinnlos rumliegen. So, wenn wir kurz vorm Schmieden sind. Ja, so. Also oben die erste Reihe, die haben wir schon komplett. Jetzt möchte ich einfach mal uns das Eisschwert schmieden lassen. In der Hoffnung, dass das cool kommt. Oh Gott. Das kommt mit Sicherheit cool. Ja. Aber dann, wenn wir noch die letzten drei Sachen da gebaut haben, dann haben wir auf jeden Fall das teure Zeug schon soweit fertig. Also, ich gehe mal davon aus, der Skelettbogen, die Bartbürste und dieses Buch, die dauern, die kosten ja alle noch 16 und der alles, was da drüber ist, ist eigentlich günstiger. Also, die oberste Reihe hat ja 4 gekostet. Dann die da drunter 8. Ja, und somit haben wir dann das teuerste schon mal erledigt. Das Eisschwert. Das wird Gandalf verwenden, um gegen den Balrog in die Schlacht zu ziehen. So, gehe ich doch mal davon aus. Nicht wahr? So. Jetzt rüsten wir uns das Ding nochmal aus, um es nochmal uns anzugucken. Wo haben wir es denn? Ach, da unten links ist es. Das Eisschwert. Es ist sehr flink. Jetzt möchte ich bloß nochmal eine Sache testen. Haust du damit auch das auf? Leider nicht. Es ist sehr flink, aber es hat keinen Boni. Also keinen Bonus, um irgendwas Besonderes aufzuhauen. Nein, also Mithril kriegt es auch nicht auf. Schade eigentlich. Wäre natürlich cool gekommen, hätte das dann noch irgendwelche Besonderheiten gehabt. Aber na gut, jetzt möchte ich mal auch eine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr auch mal einem
einem einsamen Melters ja, Gehör geschenkt habt und eure Zeit geopfert habt, um mir zuzugucken, wie ich hier mal solo ein paar Sachen erledige, ein paar Scherben aufkehre und mal hier ein bisschen was fertig mache. Jo. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, Let's Play Herr der Ringe Lego. Oder, na, obwohl die Schlacht um Mittelerde heißt es ja nicht, sondern wirklich Herr der Ringe Lego. Genau, und somit vielen Dank und ciao, ciao. Bis morgen. Ciao.